Herzlich willkommen zu meinem Let's Play zu Resident Evil 2. Ich habe es angekündigt nach Resident Evil 0. Ich werde auf jeden Fall Resident Evil 2 spielen. Nach einem Tag Pause geht es auch direkt los damit. Und ich habe mega Bock, denn dieses Spiel ist wirklich absolut genial. Es ist grafisch eine absolute Meisterleistung im Gegensatz zu den anderen beiden. Und ja, es ist wirklich auf unsere Zeit angepasst. Und macht einfach Spaß. Macht einfach wirklich Spaß. Also ich habe es letztes Jahr erst zum ersten Mal gespielt und es war wirklich super. Ich werde das Ganze genauso spielen wie die anderen beiden. Ich werde einfach überall hingehen, alles mitnehmen und versuchen, möglichst gut durchzukommen. Das wird kein Speedrun. Wie gesagt, ich möchte das Spiel wirklich genießen und komplett ausnutzen. Ich werde versuchen, alles zu zeigen und wie man es am besten macht. Und ich werde auf jeden Fall, ja, natürlich, dass kein Speedrun oder irgendwie schnell vonstatten gehen wird, werde ich auch keine zusätzlichen Waffen freischalten. Man kann hier Minigun freischalten, Raketenwerfer und irgendwie so Spezialpistole und solche Sachen ist bei mir nicht. Das ist für mich sowieso unattraktiv, weil diese Waffen haben dann wieder unendlich Munition und das wird das ganze Spielgeschehen zerstören. Will ich gar nicht, sage ich ganz ehrlich. Ich werde das Ganze zweimal durchspielen, denn es gibt hier wieder zwei verschiedene Figuren, die man einzeln steuern kann. Also nicht so wie bei Zero, dass wir alles zusammen haben wieder, sondern jetzt ist es wieder wie beim ersten Teil getrennt. Das heißt also einmal als Leon und einmal als Claire. Und zusätzlich gibt es zu beiden auch noch eine zweite Kampagne. Also das heißt, es gibt einmal die A-Kampagne, ganz normal, und die B-Kampagne. Beide unterscheiden sich eigentlich nur dadurch, dass einige Gegenstände an anderen Orten verteilt sind und man, ich glaube, eine andere Startwaffe bekommt, also eine andere Pistole und so. Und es lohnt sich, schon mal auch den zweiten Durchgang zu spielen. Ich werde dieses Spiel jetzt aber nicht viermal durchspielen, sondern wirklich nur einmal jeweils in der A-Kampagne. Das reicht mir jetzt vorläufig. Vielleicht werde ich die B-Szenarien auch irgendwann mal durchspielen, aber wie gesagt, zweimal reicht mir jetzt wirklich vollkommen. Hi Lily, was geht? Und wie gesagt, ansonsten, ich habe jetzt gerade das Spiel getestet, es läuft ganz gut. Es hat übrigens auch Raytracing, das wusste ich gar nicht, also es hat Raytracing und wird sicher mega geil. Gut, wir fangen ein neues Spiel an. Wir werden, ja, sieht man schon wieder, Leon S. Kennedy. Nach tagelanger Funkstelle von seiner neuen Stelle in Raccoon City fährt Leon S. Kennedy hin, um nachzusehen. Er hat nichts von dem Albtraum, der ihn erwartet. Wir fangen mit Leon an. Im Prinzip ist es natürlich egal, mit was man anfängt. Beides ist unterschiedlich. Also Leon hat zum Beispiel am Anfang eine bessere Startwaffe. Er hat es da ein bisschen einfacher. Also ich würde Anfängern empfehlen, auf jeden Fall mit Leon anzufangen. Bei Claire ist es hingegen am Anfang etwas schwieriger. Sie bekommt aber später im Spiel ein paar andere Vorteile. Rein von der Story her gefällt mir der Claires Kampagne etwas besser, weil sie bekommt hier teilweise auch schöne Waffen, die Leon jetzt wieder nicht bekommt. Und allgemein, ja, ist die Umgebung einfach, die Orte, die sie besuchen kann, schön all. Da kommt Leon nicht so einfach hin. Beziehungsweise er kommt überhaupt nicht hin. Okay, wir fangen mit Leon an. Und wir werden das Ganze natürlich wieder auf schwer spielen. Alles andere ist ja eigentlich ein Witz. Wir können mal sehen, was hier steht. Für Spiele, die die einfache Steuerung bevorzugen. Zielhilfe, ja, braucht man nicht. Teilweise Autoerholung der Gesundheit. Gegner sind etwas schwächer. Also absolutes Kinderspiel. Normal ist normal und schwer ist halt. Jedes Speichern erfordert ein Farbband. Ja, es ist jetzt so, man braucht keine Farbbänder mehr, um zu speichern. Außer auf Veteran. Und man hat kein automatisches Speicher mehr. Das wäre zu einfach. Und die Gegner sind stärker. Und es ist natürlich so, dass die Munition etwas rarer gesät ist und die Heilung etwas weniger und man deutlich mehr Schaden nimmt und alles mögliche. Die Gegner sind einfach stark. Und aber davon sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden genau wie in den anderen Teilen genug Munition bekommen und genug Heilung. Es ist nur so, man muss am Anfang etwas sparsam sein. Wenn man da gut durchkommt, hat man für den Rest des Spiels mehr als genug wieder. Also los.
Blablabla, jetzt sagt er nochmal, ich brauche auf jeden Fall dann Farbbänder, um zu speichern, und es gibt keinen automatischen Speichermodus mehr. Ja. Resident Evil 2. Nein, Mann, im Ernst, okay, ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du intus? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Ah, das ist doch mal ein guter Humor. Hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Schlafen. Oh, Scheiße! Ganz, ganz übel. Die hat einen üblen Trip geschmissen. Nein. Nein, nein. Oh. Er tut mir irgendwie ein bisschen leid hier. Er ist total überfordert mit der Situation, aber wer wäre das nicht? Jetzt hat Leon hier einen Jeep. Ich dachte schon gerade, das Polizeiauto gehört ja ihm. Stimmt, der hatte am Anfang ein anderes Auto. Niemand da? Komisch. Schon irgendwie, ja. Ja, das ganze Blut ist auf jeden Fall sehr verdächtig. Jetzt habe ich Lust, nachts im Regen über den Highway zu fahren und an der Tanke einen schwarzen Kaffee trinken. ja, hätte ich ehrlich gesagt auch hier irgendwie so an der Tankstelle einfach mal so einen Kaffee holen. Also wir können sprinten, natürlich ganz normal uns umgucken. Und das Inventar kann ich gerade jetzt noch nicht öffnen. Hallo, jemand zu Hause? Hallo? Irgendjemand da? Hier stimmt was nicht. Ganz und gar nicht. Aber egal, wir haben jetzt eine Taschenlampe. Und ich habe mega Bock, hier mir so ein paar Süßigkeiten zu grapschen. Geht aber leider nicht. Ich kann immer noch nicht mein Inventar öffnen, aber wir haben auf jeden Fall eine Waffe dabei. Denn hier kein Resident Evil ohne Waffe. Alles in Ordnung? Ja. Ganz und gar nicht. Bleiben Sie da. Ich komme zurück. Hallo, hallo, hallo. Komm runter. Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, ich höre nicht näher.
Ja, sorry, ich habe ihn abgelenkt. Sieht auch so hart aus, wie der das einfach herausbeißt. Ah, oh, komm hier. Stopp! Okay. Ich schieße! Nein, 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 wir schießen nicht, wir gehen vorbei. Wir holen uns einfach mal den Schlüssel hier. Aber ich kann mir meine Waffe gerne mal angucken. Wir haben eine Matilda. Eine 9mm Polyester-Pistole mit 12 Schuss. Aufgrund einiger Probleme in der Handhabung hat sie sich nicht als Standardausrüstung etabliert. Egal, ist auf jeden Fall besser als die Pistole, die Claire am Anfang hat. Aber wir haben bloß 10 Schüsse und die sparen wir uns auf jeden Fall auf. Okay, der geht hier nach rechts, dann können wir vorbei. Und das hier aufschießen. Es macht nichts, wenn ihr euch am Anfang hier verletzt. Wie gesagt, am Tutorial, da bekommt ihr dann... Wenn ihr im Polizeirevier seid, habt ihr auf jeden Fall die Energie wieder zurück. Nicht schießen! Runter! Okay, der Schuss zählt jetzt aber nicht. Alles gut? Ist die Claire-Kampagne schon gespielt? Danke. Ja, ich habe die Claire-Kampagne schon mal gespielt. Einmal bis jetzt. Fängt der schon mal gut an. Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Seit heute. Du bist? Claire. Claire Redfield. Na, das ist übrigens auch die Schwester von Chris. Den kennen wir ja. Nein, ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Spezialcop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Ja, ich weiß es schon. Und wir fahren nach Raccoon City, die Hochburg der Zombies. Diesmal sind die Zombies in der ganzen Stadt verteilt. Ich weiß jetzt nicht, in welchem zeitlichen Zusammenhang das zum ersten Teil spielt, aber ich schätze mal, es ist nicht so weit auseinander. Und dieses Intro finde ich auch total gut hier. Irgendwie so, ja, wie so ein Film. Wird das richtig inszeniert. Resident Evil 2. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Spielt mehrere Wochen noch Essen. Okay. Ja, aber... Na, gut zu wissen. Was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Naja, Claire ist schon eine ganz süße hier. Bin ja froh, dass ich nicht alleine bin. Zumindest für den Moment. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Leon!
Schon. Fahr rückwärts. Was zur? Das ist der Lastwagenfahrer. Der fährt gerade mal eben Amok. Heilige Scheiße. Claire, steig aus. Steig aus, jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Ja, es war zum Glück nicht unser Auto, von dem her kann es uns egal sein. Ja, es macht gar nichts. Das stecken wir weg. In Filmsequenzen Claire, nehmen wir keinen Schaden. Claire, alles klar? Gut. Was ist mit dir? Ich muss weg hier. Ist nicht sicher. Geh schon weiter. Ich treffe dich bei der Station. Ich komm hin. Okay, okay. Und wir fliehen. Weil gegen Ziel zu kämpfen macht keinen Sinn. Wir halten genügend Abstand von den Zombies und dann sollten wir gut durchkommen. So. Alle verwandelt. Alle verwandelt. Mit lauter Superkräften. Da ist sie. Die Polizeistation. Genau, und wir gehen einfach in Richtung dieses brennenden Busses hier. Und versuchen einfach geschickt auszuweichen. Dann ist das alles halb so wild hier. Einmal durch. Nein, 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 du kriegst mich jetzt nicht. Und wir sind in Sicherheit. Sofern man hier überhaupt von Sicherheit reden kann. Hier haben wir die Polizeistation, unser neues Gebiet, diesmal kein Herrenhaus. Auch mal ein bisschen was anderes, finde ich ziemlich cool hier. Und man sieht, hier stapeln sich schon die Leichen. Ist also nicht seit gestern erst hier dieser Ausbruch, schätze ich mal. Hallo? Ist irgendjemand hier? Und da haben wir gleich mal unser erstes Hilfespray. Ja, und den Schlüssel, den können wir wegwerfen. Wenn Sie Schaden nehmen, wechselt Ihre Gesundheitsanzeige von gesund zu Warnung und schließlich zu Gefahr. Wenn Sie in Gefahr sind, sollten Sie sich schnell mit einem Kraut- oder Ersthilfespray heilen. Ganz genau. Den werfen wir weg. Und das hier verschieben wir hin. Hier haben wir unser Farbband, gleich mal zwei Farbbänder und Schreibmaschine. Ah, und ich wollte erwähnen, wir haben hier 8 Plätze im Inventar, Leonard 8 Plätze, aber das lässt sich mit der Zeit auch erweitern. Das ist eine neue Erweiterung von Resident Evil 2, dass man hier mit einem Upgrade quasi das erweitern kann. Dazu aber später mehr. Gucken wir jetzt erstmal hier. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Verstärkung, Ostkorridor. Sollte den Typ suchen. Ganz genau, Leon sagt es ja schon. Gut, jetzt haben wir endlich mal wieder Truhen. Das war ja in Zero so ein kleines Problem. Man hatte keine Truhen. Karte benutzen. Der Kartenbildschirm ist nicht nur nützlich, um sich die gegenwärtige Position und Umgebung anzusehen. Er zeigt auch interessante Details, sowie Objekte an, die sie zwar gefunden, aber nicht aufgenommen haben.
Ja, finde ich ziemlich gut. Die Karte ist sehr überarbeitet. Gefällt mir richtig nice. Wir haben hier Orientierungsbrief. Hier wird uns gratuliert zu unserer Ausbildung. 25.09. Tutorial, ja gut. Kann man nochmal alles nachlesen. Dann packe ich jetzt gleich mal das Erste-Hilfe-Sprecher rein. Und das Fahrband. Speichern werden wir dann später. Hier haben wir noch eben ein kleines Rätsel, was wir lösen müssen. Können wir uns das angucken? Das nicht. Ja, wir gucken uns jetzt erstmal um, ob hier was rumliegt und suchen den Typen hier mal in Ostkorridor. Mal gucken, ob ich die ganzen Rätsel noch kann oder ob ich mich komplett blamier. Aber ich denke mal, ich sollte gut klarkommen. Ich versammle mir meinen ganzen Anzug hier. Oder auch nicht. Okay. Hier fehlt was. Aber wie gesagt, wir werden uns alle Zeit der Welt nehmen. Ich guck mich überall um hier und versuche alles einzusammeln wieder. Also wir gehen hier rein und hier finden wir gleich mal bei dieser Leiche ein bisschen Munition. Oh geil, die möchte ich mir angucken. Muss ja wieder alles angucken. Diesmal in einer roten Verpackung. Sehr schön. 9mm Parabellum-Patronen für Pistolen werden aufgrund ihrer stabilen Flugbahn und ihres moderaten Rückstoßes bevorzugt. Ja. Nice. Mehr gibt es hier vorläufig nicht. Hier ist ein Schalter für Licht. Ich glaube, den braucht man erstmal nicht. Ja, solche Sachen finde ich auch wieder gut. Diese ganzen Animationen sind schon gut gemacht, muss man sagen. Okay, wir gehen auf jeden Fall aufs Frauenklo, weil das Männerzu ist zugenackelt. Und hier finden wir eine Toilette, die mal eben überläuft. Aber vor allem finden wir hier ein Erste-Hilfe-Spray. Jetzt haben wir schon zwei. Wie gesagt, wir werden am Ende so viel Heilung haben, das ist eigentlich ein Witz. Oh Gott. Hier kommen wir leider nicht weiter, hier ist eine Kette davor. Aufwachen! Schnell! So, und der Typ wird jetzt dann gleich aufstehen. Mach die verdammte Tür auf! Ja, ja. Ich muss nur jede Tür prüfen, ob sie verschlossen ist, das wird dann eingezeichnet auf der Karte. Ziemlich krass, zugegeben. Ja, den Typen ist nicht mehr zu helfen. Leon, steh auf! Hat er was dabei? Notizbuch eines Polizisten. Aha, interessant. Symbole, ja, die brauchen wir dann später für ein Rätsel. Das wird uns helfen. Das nehmen wir mit. So, und jetzt kommt gleich ein Zombie hier durch und wir versuchen vorbei zu rennen, wenn es geht. Ja, es ist knapp, aber es geht.
Wir gehen jetzt hier zurück und halten uns jetzt hier rechts. Scheiße! Die sind überall! Dann kommt man, wenn es gut läuft, gerade vorbei. Dann, nein, wir gehen wieder zurück. Marvin Brenner. Leon Kennedy. Da war noch ein Officer. Ich konnte nicht. Hier. Der Typ braucht ja selber Hilfe. Du hast sicher getan, was du konntest, Leon. Weiß irgendjemand, was das verursacht hat? Keine Ahnung. Aber ganz ehrlich, es reicht, wenn du weißt, dass du mit Haut und Haar gefressen wirst, wenn du nicht aufpasst. Ja, ich sollte letzte Woche anfangen, aber dann hieß es, bleib weg. Wünschte, ich wäre früher gekommen. Du bist jetzt hier, Leon, und das ist wichtig. Okay, Lieutenant. Ich bin soweit. Hoffentlich findest du einen Weg raus aus der Station. Der Officer, den du getroffen hast, Elliot. Er dachte, dieser Geheimgang wäre der Weg hier raus. Das klingt gut. Sie kommen ins Krankenhaus. Nein, nein, ich bin nicht die Priorität hier. Lieutenant, ich werde Sie nicht einfach hier lassen. Das ist ein Befehl, Rekrut! Du rettest dich selbst zuerst. Ich käme mit dir, aber ich halte dich nur auf. Hier. Du brauchst das. Ich kann das nicht. Stopp. Und mach nicht meinen Fehler. Wenn du eins von den Dingern siehst, Uniform oder nicht, darfst du nicht zögern. Du erledigst es. Oder rennst. Klar? Ja, Sir. Ich kann den Schmerz richtig fühlen, wie der Typ hat. Man sieht es richtig an sein Gesicht. Es ist hart. Und er hat uns ein Kampfmesser gegeben und zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Dieses Messer nutzt sich durch die Verwendung ab und zerbricht, wenn der Balken leer ist. Bereithalten Schlitzen kann zum Kontern durch die Leertaste verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Kann wiedererlangt werden, nachdem der Gegner besiegt wurde. Ja, es ist jetzt so, es gibt hier wieder, wie in Resident Evil 1, auch schon Verteidigungsobjekte. Zum Beispiel Messer, Granaten, Blendgranaten. Diese kann man verwenden, um sich im letzten Moment von Zombie zu retten, indem man es reinrammt. Oder man kann das auch einfach so verwenden. Aber wie gesagt, die Messer nutzen sich zum Beispiel mit der Zeit ab. Kann man verwenden bei Zombies, würde ich nicht empfehlen. Die werden wir später noch brauchen. So, und wir müssen jetzt hier versuchen, Medaillen zu finden, damit wir hier durch diesen Geheimraum kommen, wo der Typ gesagt hat. Deswegen, erst einmal das Messer werden wir verstauen. Das verstauen wir, das Erste-Hilfe-Spray brauchen wir auch nicht. Was wir jetzt brauchen, wir gucken uns jetzt erstmal um. Ob hier irgendwas liegt. Ah genau, hier haben wir schon mal gleich das erste Rätsel mit dem Löwen. Da gucke ich jetzt gleich mal nach im Inventar. Da ist es ja verzeichnet. Löwe ist Löwe, Kraut, Adler. Das geben wir jetzt hier einfach ein. Löwe, Kraut, Adler. Und schon bekommen wir die erste Medaille. Also die Rätsel sind an sich auch... Also die meisten zumindest wirklich nicht schwierig. Man kommt hier eigentlich immer weiter. Dann haben wir hier gleich mal unser erstes grünes Kraut. Und jetzt würde ich mir am liebsten was zum Trinken hier ziehen, aber das
Dafür hat Leon keine Zeit. Wir haben eine Stadtbroschüre, aber ich glaube, das lese ich jetzt mal nicht vor. Das könnt ihr euch selbst durchlesen. Und hier hinten haben wir noch ein Safe. Die Kombination dazu finden wir später, aber ich kenne das Spiel schon, deswegen ich habe mir die Codes aufgeschrieben. Es müsste sein... X12. Na, das war falsch. 6, 2, 11. Und hier drin finden wir, findet Leon eine Mündungsbremse für die Matilda. Spezialzubehör für die Matilda, das Rückstoß und Hochschlag mindert, indem es das Treibgas in den aus dem Lauf breitet. Das tun wir gleich mal mit unserer Waffe kombinieren, dann ist die ja gleich mal besser. So, wir haben eine Schlüssel, die ist verschlossen. Hier brauchen wir den Peak-Schlüssel. Gibt natürlich wieder, wie üblich, die ganzen Türen, die verschlossen sind, wo man die speziellen Schlüssel braucht. Das kennen wir ja zu Genüge. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Farbbänder hier in dem Spiel vorkommen. Ich schätze mal, es sind deutlich weniger als im Vorgänger, aber vorsichtshalber werde ich jetzt dann gleich mal speichern. So. Brauchen wir auch den Peak-Schlüssel. Und sobald wir die Türen berühren, ist das Tolle auch, dass das hier verzeichnet wird, dass man hier den Schlüssel braucht. Das finde ich ist ziemlich gut gemacht. Hier haben wir noch ein bisschen Money. Und da wir ja sparsam waren und haben bis jetzt keine Kugel verschwendet, können wir jetzt auch gleich dann ein paar Zombies umlegen, sofern es nötig ist. Und so, hier brauchen wir auch wieder den Peak-Schlüssel. Die Medaille können wir eigentlich hier gleich verbauen mal. Also hatte Elliot recht. Jupp, hat ja, er. Aber der Durchgang ist noch nicht offen. Ja, da fehlen ja auch noch zwei. Aber keine Sorge, die werden mir sofort holen. Und bevor ich es vergesse... Ah genau, jetzt brauchen wir kurz mal das Messer, um hier durchzukommen. Also ganz kurz mal herausnehmen. Und dann gleich wieder reinlegen. Weil wie gesagt, ich werde das Messer hier aktuell nicht als Verteidigungsobjekt benutzen. Das ist viel zu wertvoll. So hatte ich mir meinen ersten Tag nicht vorgestellt. Ja, ich mir auch nicht. Das Kraut nehmen wir mal mit. Hier haben wir noch mehr Munition. Und noch ein Kraut. Am Anfang ist es eigentlich noch ziemlich ruhig, später wird es hier natürlich viel schwieriger. Kommen wieder starke Gegner. Bis jetzt kommen nur ein paar Zombies. Aber die können auch einiges einstecken, muss man sagen. Das sieht nicht mehr ganz so gut aus. Sieht aber schon wirklich eklig aus. Was? Oh, so, der Typ hier, nicht erschrecken, der fliegt gleich runter. Aber der ist definitiv Geschichte. Hier haben wir, braucht man Kreuzschlüssel. Hier werden später noch Zombies kommen. Bis jetzt ist es noch ziemlich ruhig, aber das bleibt leider nicht immer so. Okay. Wir gehen hier rein. Hier finden wir noch etwas Munition. Den nehmen wir mit. Und wir halten uns auch gar nicht lange auf. Hier ist noch ein eigenes Bericht. Den lese ich mal. 25. September.
Aufgrund des plötzlichen Ausbruchs haben wir in der Polizeistation eine Schutzunterkunft eingerichtet. Sämtliches Polizeipersonal hat die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten, wenn wir so viele wie möglich unterzubringen versuchen. Ein Zusatz. Einer der zufluchtsuchenden Personen hat uns mitten in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet und drei weitere verletzt. Der Täter wurde schnell gefesselt. Wir vermuten, dass ihm aufgrund des enormen Stresses die Nerven durchgegangen sind. Sitzung 20. September. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Einige Überlebende konnten zwar hinter die Sicherheitstüren flüchten, wir sind jedoch umzingelt. Entkommen wird schwierig. Wir wissen nicht, ob wir die Kommunikationsausrüstung reparieren können und sind von der Außenwelt abgeschnitten. 27. Im Messflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen und es gibt nur noch wenige Überlebende. Hier versinkt langsam alles im Chaos. David Ford. Der gute David. Ich weiß gar nicht, ob der noch lebt. Hier ist wieder verschlossen. Hier haben wir noch eine Karte. Karte der Polizeistation. Ah, genau, das ist schon viel besser. Sieht man auch die ganzen Namen hier, der Empfang, Büro, Aktenraum. Das macht es auf jeden Fall einfacher, sich das sicher mal ein bisschen zu orientieren. So, bevor der Zombie kommt, sind wir gleich wieder weg hier. Und tschüss. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Munition und wir haben jetzt schon ein gutes Polster. Aber wir werden jetzt hier ein paar Zombies ausschalten, weil die stören sonst später nur noch. Der hier muss weg. Und ich empfehle grundsätzlich auf den Kopf zu schießen. Dann kann man einen kritischen Treffer landen wie hier und wenn der Kopf weg ist, dann sind die auf jeden Fall tot. Den schalten wir auch aus, der stellt sich tot. Und wartet immer, bis das Zielkreuz ein bisschen anvisiert. Ich glaube nicht, dass du tot bist. Okay, jetzt auf jeden Fall. Also wie gesagt, entweder wenn der Kopf weg ist, sind die tot. Oder wenn die wirklich nicht mehr aufstehen. Weil ausbluten tun die nicht mehr. Deswegen weiß man jetzt nicht genau, sind die jetzt tot oder nicht. Da muss man ein bisschen immer abwägen. Aber man lernt es mit der Zeit. So, hier ist dicht. Ich werde alles überprüfen. Hier kommen wir rein, genau. Ah, hier genau, Polizeistation. Hier gibt es einen Haufen Waffen natürlich. Und die sind hier hinter den Schrank eingeschlossen. Und da muss man einen Code eingeben. Wir können jetzt hier den Schrank mal öffnen. 102. Das Problem ist, hier fehlen leider die zwei Tasten, womit sich die meisten Türen öffnen lassen. Die müssen wir erst finden. Ich noch eine Notiz. Auf der Tastatur des Schließfachterminals fehlen einige Tasten. Der Verantwortliche soll Ersatztasten besorgen und das umgehend reparieren. Du weißt, dass du gemeint bist, du Dreckskerl. Wer sonst würde solch einen Mist bauen? Ah, es ist mal wieder Ironie des Schicksals. Hier haben wir eine Inventarerweiterung. Ganz wichtig, lass dir auf keinen verstehen. Aber hier brauchen wir die 2 und die 3, um die zu öffnen. Ja, beide Nummern haben wir nicht. Ich gucke jetzt mal, welche wir öffnen können. Also 2 und 3 fehlen. Wir können die Nummer 106 öffnen und 109. 106. Und 109. Ja, ich lasse natürlich nichts zurück hier. Und hier haben wir einen Film. Den können wir entwickeln. Später irgendwo. Und hier noch ein bisschen Munition. Und hier haben wir unsere Shotgun, die wir später bekommen. Allerdings brauchen wir für eine spezielle Schlüsselkarte.
So, hier haben wir noch Munition, die bekommen wir noch nicht und das hier sowieso nicht, okay. Gut. Dann war es das erstmal. Hier haben wir das Westbüro. Ich muss bloß gucken jetzt hier. Gehen wir erst. Nein, nein. Wir müssen hier rein. So, und Achtung, der Typ da, der wacht auf, wenn ihr ihm zu nahe kommt. Den solltet ihr einfach in Ruhe lassen. Wir haben hier noch mehr Munition. 3 Kugeln. Die Anzahl der Kugeln ist ja immer unterschiedlich. So, hier haben wir Schießpulverbenutzung. Hier wird jetzt angezeigt, welches Pulver wir mischen müssen, um verschiedene Munitionstypen zu bekommen. Das finde ich ist auch eine ziemlich geile Neuerung, muss ich sagen. Also zum Beispiel normale Schießpulver, Pistolmunition hier, Shotgun-Munition, Dings da, alles Mögliche. Auf der Polizeistation wird langsam die Munition knapp. Setzen Sie jedes bisschen Schießpulver klug ein, das Sie auftreiben können. Verschiedene Waffen benötigen verschiedene Munition. Passen Sie also beim Kombinieren auf, dass Sie auch die benötigte Munition erhalten. Hier haben wir jetzt ein einfaches Schießpulver. Das gucken wir uns mal an. Sieht gut aus. Standard-Schießpulver. Wenn man 2 Einheiten davon kombiniert, erhält man Pistolenmunition. Das ist nicht schwer zu merken. So, ich glaube, der Typ will jetzt gleich aufstehen. Ich bin mir nicht sicher, oder er schläft. Hier haben wir nochmal einen Safe und den öffnen wir mit der Kombination 9-15-7. Und darin finden wir die erste Inventarerweiterung. Man bekommt insgesamt 6 Inventarerweiterungen, auf schwer allerdings leider nur 3. Und man bekommt jetzt pro Stück hier 2 neue Plätze. Ja, das ist auf jeden Fall Gold wert. Was haben wir hier? So, 28. September. Außer mir sind nur noch 3 andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Officer Phillips hat vorgeschlagen, durch die Kanalisation zu fliehen. Hier soll es noch einen Tunnel aus dem Zeiten des Museums gehen. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt es ganz gut. Es gibt zwar keine Beweise für den Tunnel oder dafür, dass die Kanalisation nicht auch zombieverseucht ist, aber ich will hier nicht rumsitzen und auf den Tod warten. Ich werde versuchen, mehr über diesen Tunnel herauszufinden. Elliot Edward. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, das ist der Typ, den wir gerade getroffen haben, oder? Der Schwarze. Egal, hier haben wir noch einen Schrank. Hier, das ist sogar für mich. Erster Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt 2 Schlüssel, einen pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt, oder? Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, aus Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Leutnant Brennage. In einer Ecke zwischen Blutflecken gekritzelt. Oh, nice. Sei froh, dass du nicht hier bist, Anfänger. Okay, ich glaube, da sind die Zombies ausgebrochen. Ah, ich glaube, in Leons Schreibtisch ist jetzt das Rebecca Easter Egg unter der Schublade. Unter der Schublade? Was meinst du? Also hier in den Schreibtisch ist auf jeden Fall was anderes drin. Der Code hierfür ist, den kenne ich natürlich, N-E-D. Das war Nummer 1 und das hier ist MRG.
Ja, ich glaube, irgendwo findet man da irgendwas mit einer mit so einem Bild oder sowas. Ich glaube, das war aber im Office-Büro ganz oben. Und hier haben wir ein erweitertes Magazin für die Mathilda. Spezialzubehör für die Mathilda, das die Magazinkapazität auf 24 Patronen erhöht und die Nachladedauer verkürzt. Das wird uns sehr helfen. Damit ist die Pistole jetzt gleich schon mal echt extrem super. Ich sage an Sachen Waffen hat zumindest bei der Pistole Leon einen klaren Vorteil im Gegensatz zu Claire, die nur einen einfachen Revolver mit 5 Schuss hat. Das muss man einfach sagen. Okay, hier ist dicht. Hier geht's, glaube ich, wieder in die Haupthalle und jetzt wacht der Zombie auf. Den schalten wir auf jeden Fall aus. Der stört nur. Ah, komm her. Komm her, Mann. Ja, Scheißdreck. Ich bezweifle, dass du tot bist. Ja, die halten einiges aus. Scheiße! Immer noch nicht. Okay, jetzt. Das war schon mal die erste Miete. Okay, wir gehen hier weiter. Ach stimmt, ich wollte ja speichern. Das werden wir jetzt auch gleich tun. Immer noch ein Raut und Bretter. Damit können wir Fenster zunageln, damit keine Zombies reinkommen. Und das machen wir hier gleich mal. Dann sind wir hier schon mal safe. Ja, die Kräuter tue ich gleich mal kombinieren hier. Es gibt übrigens so bei verschiedenen Kräutern spezielle Fähigkeiten. Wenn man 3 grüne Kräuter mischt, dann geben die nicht nur volle Gesundheit, sondern geben auch für einen kurzen Moment einen Verteidigungsbonus, so dass man nicht so viel Schaden nimmt. Entweder die 3 grünen Kräuter oder wenn man ein grünes, rotes und ein blaues mischt, dann bekommt man auch einen Verteidigungsbonus. Ist eine gute Erweiterung, das kann man gut nutzen bei starken Situationen wie Bossgegnern oder sowas, dass man was aus kann. So, hier haben wir wieder Farbbahn. Gleich 3 Stück. Alter, Alter. Ich muss speichern. Und hier nochmal ein bisschen Dings. Schießpulver können wir gleich mal mixen hier. Dann bekommen wir gleich nochmal 8 Stück Munition. Was haben wir hier? Heilwirkung von Kräutern. Genau. Seit Anbeginn der Zeit behandeln die Menschen Krankheit mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir 3 dieser in den Arklay-Bergen heimischen Kräutern vor. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einen Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Erforschung des wahren Potenzials dieser Kräuter und ihrer Heilwirkung. Weitere Forschung dürfte noch faszinierendere Ergebnisse hervorbringen. Genau. Hier haben wir gleich mal rote Kräuter. Und hier haben wir etwas zum Film entwickeln, denke ich mal. Ja, hier haben wir ein Erinnerungsfoto. Und das ist ein kleiner Hinweis auf dem Rätsel. Film ist Beweismaterial nicht liegen lassen. Ja. Genau. Dann tun wir gleich mal hier erstmal speichern.
So, wir hängen das Licht aus. Fahrband hier rein. Und das brauchen wir. Ja, die Karotte brauchen wir auch nicht. Wir nehmen bloß die Pistole mit. Mehr brauchen wir nicht. Ah, hier oben ist wieder ein Zombie, ja, der stört uns nur. Der muss weg. Es sollte mich wundern, wenn du tot bist, aber... Nein, bist du nicht. Zum Teufel. Hey, definitiv jetzt. Okay, die wird später auch aufwachen, die machen wir weg. Fick dich. Ja, Leon. Zukünftige Kollegin. Oh. Ich mache auf jeden Fall viel kritische Treffer. Sehr schön. Hier hinten haben wir noch wieder ein rotes Kraut. Viel zu viele Kräuter hier. Und hier im Waschraum haben wir Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen wieder von vorne anfangen. Jetzt kommt hier so ein kleines Rätsel. Das müssen wir mal eben machen, hier um das Ding hier zu öffnen. Na, muss ich jetzt einfach mal selber gucken. Das hier, das hier, das hier. Hey, warte, das hier. Das hier. Das hier, das hier, das hier. Nee, wie war das jetzt? Das hier. Das hier, das hier, das hier. Okay. Das hier, das hier, das hier, das hier. Das hier. Ja, das sind auch wieder so tolle Rätsel hier. Die erfordern eigentlich nur viel Geduld. Das ist falsch. Okay, ich hab's. Und siehe da, darin finden wir die erste Zahlennummer-Taste. Nett. Wir haben noch ein bisschen Shotgun-Munition. Aber die muss ich mir gleich mal angucken. Das neue Design hier, ganz grün. Flintenmunition, Patronen im Durchmesser 18,1 mm für Flinten des Kaliber 12. Mhm. Nice, nice. Brauchen wir wieder einen Code. Code ist DCM. Okay, das ist falsch. Und dann ist es Cup, genau. Ja. Hier fehlt mir noch mehr Gewehrmunition. Ja, hier ist ein Zombie, aber ich glaube, der wacht hoffentlich nicht auf.
Hier geht es eigentlich weiter, da ist der Damm. Dann können wir eigentlich jetzt gleich schon mal, die Zeit haben wir ja, nochmal runtergehen und die Taste einsetzen. Ja, der Zombie bricht jetzt hier durch das Glas, aber er kommt nicht durch, weil wir verriegelt haben. Also keine Panik. Und es ist die Nummer 2, okay. Was kann ich jetzt damit öffnen? 102. Und ansonsten haben wir hier noch ...208. Ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut hier unten. So, noch mehr Gewehrmunition. Und nochmal da gibt es noch Messer, geil. Bisschen Schießpulver. So viel schon mal dazu. Dann lege ich mal wieder ein bisschen was ab. Den Platz werden wir brauchen. Ja, wir brauchen aktuell eigentlich nichts außer... Ich glaube nicht, dass ich mich verletzen werde, aber... Wir nehmen nur die Pistolenmunition mit. Farbbänder haben wir 4 Stück. Ich glaube, ich tue sogar gleich nochmal speichern. Da kommen bestimmt noch genug. Ah, da liegt nochmal Munition hier. Oh, wusste ich gar nicht mehr. Und dann gucken wir mal nach oben. Noch mehr Munition. Und dann haben wir hier nochmal einen Code. Das ist jetzt DCM. Und sieh da, wir finden... Magnum-Munition. Yeah. Die gute alte Magnum darf natürlich nicht fehlen. Hier in der schwarzen Box sieht sehr gut aus. Magnum-Patron vom Typ 50. Die durchschlagskräftigsten Geschosse auf dem Markt für halbautomatische Pistolen. Lass ihn natürlich nicht stehen. Und hier haben wir gleich mal den ersten Schlüssel, den Pik-Schlüssel. Können wir gleich mal ein paar Truhen aufschließen. Was zum? Ja, es sind neue Gegnertypen. Ein bisschen vergleichbar mit den Huntern. Die nennt man Licker. Die werden später noch richtig witzig werden. Hier haben wir noch einen Brief. An alle Überlebenden. Betrachtet dies als Geschenk für alle, die das Pech haben, noch am Leben zu sein. Haltet die Augen nach dem unheimlichen Mistkern offen, die wie gehäutet aussehen. Wir nennen sie Licker. Sie sind zwar blind wie Maulwürfe, besitzen dafür aber einen überragenden Hörsinn. Solange man nicht wie ein Volltrottel ballert durch die Gegend rennt, kann man an ihnen vorbeischleichen. Wahrscheinlich. Macht es einfach wie meine Oma. Geht so langsam wie möglich an den Dingern vorbei. Ich muss es los, die Pflicht ruft. Und außerdem muss ich einen Freund rächen. David. Der gute David. Hier haben wir noch mehr Schießpulver. Und Bretter und eine unheimliche Figur. Ich weiß gar nicht, ob wir die Bretter brauchen. Ich nehme sie jetzt mal mit.
Und den Typen, den sollten wir runterholen, weil sonst macht uns der später noch Ärger. Der muss weg. Ja, der ist tot. Hier haben wir ein bisschen C4, aber kein Zünder. Anonyme Notizen. Diese Konzernwechsel haben mir den Geldhahn abgedreht und das nach allem, was ich für sie getan habe. Aber wenn es unbedingt sein muss, werde ich mir noch etwas Spaß gönnen, während die Welt im Bach runtergeht. Ich habe die Dreckschweine in einem mit C4 präparierten Stahlberg gesperrt. Muss sie nur noch zünden, dann war's das mit denen. Aber wenn es zu schnell geht, macht es keinen Spaß. Vielleicht werde ich mit diesen kleinen durchgedrehten Spinnern ein kleines Spielchen veranstalten. Ja, vielleicht gebe ich ihm ein kleines Spielzeug und sage ihm, töte deinen Nachbarn, dann verschone ich den Rest. Was er dann wohl macht? Du scheißt fast von Gerechtigkeit und Stolz. Aber wie oft hast du dich bitte mir, deinem Vorgesetzten, schon widersetzt? Ja, du warst so ein guter Bulle. So gut, dass du sterben musstest. Mann, bringt der Spaß. Fehlt nur noch die Musik. Ah ja, man merkt, dass die Leute hier ziemlich abgedreht mittlerweile sind. Na, die Typen da drin sind definitiv richtig. Die leben nicht mehr. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Denn... Leon, Marvin hier. Komm so schnell wie möglich zurück. Alles in Ordnung, Marvin? Ich möchte dir was zeigen. Ist wichtig. Verstanden, ich bin sofort da. Okay, und geht jetzt auf keinen Fall nach links, weil ihr würdet durch den Boden durchbrechen. Wir kommen hier von der Seite nicht rein. Und dann würden wir da unten nur die ganzen Zombies triggern. Das wollen wir jetzt nicht. Wir müssen erst das Rätsel hier lösen. Ja. Hier haben wir noch ein Messer. Und ich glaube, dieser Typ muss weg. Der lebt nicht. Also beziehungsweise er lebt schon, aber... Okay. Also wenn er nicht aufwacht, dann lass den liegen. Vielleicht irre ich mich auch, aber... Die muss auf jeden Fall weg. Du bist nicht tot. Okay. Hier kommen wir wieder durch. Hier können wir wieder noch mehr Pulver. Geht nicht. Und noch eine Karte. Perfekt. Und wieder ein Rätsel mit dem Pferd ist es diesmal. Gucken wir gleich mal. Pferd braucht Fische, Skorpion und Vase. Fische, Skorpion, Vase. Und damit haben wir gleich nochmal zwei. Und der Typ hier, der wacht eigentlich nur auf, wenn man an ihm, wenn man hier durchgeht, aber ich mache ihn trotzdem weg, weil das wird mit Sicherheit passieren. Und ich habe keinen Bock, dass der dann später Stress macht. Das wird mies. Ja, das glaube ich auch. Lebst du noch? Ja, er lebt noch. Okay, ich glaube, der hat Zünder durch. Gut, wir haben noch 24 Schuss. Das reicht in der Regel. Den Zombie hier, den ignorieren wir. Solange wir ihm nicht beim Fressen stören und zu nahe kommen, bleibt er in der Regel auch durch. Ich werde jetzt hier gleich mal die Regale ein bisschen verschieben, damit ich mir schon mal für später ein kleines Rätsel vorbereite.
Wir haben außerdem noch mal ein bisschen Pistolenmunition. Dann schieben wir einmal nach links. Und hier haben wir noch ein Buch. Das nehmen wir mit. Das brauchen wir später, um die Magnum zu bekommen. Kannst mal untersuchen. Ein Plastikteil in Form eines Buches. Sieht aus, als wäre es mal von einer Hand gehalten worden. Okay, hier kommen wir nicht durch. Und hier geht es ja auch nicht weiter. No, okay. Dann zurück zur Eingangshalle. Jetzt gerade ein bisschen überrascht hier, dass hier liegt sogar noch Munition. Lagerraum West. Habe ich da Munition übersehen? Moment mal. Ja, das kann natürlich sein, wie gesagt. Man kann ja nicht alles auswendig kennen. Das ist vermutlich hier drin, oder? Ah, nein, das ist hier, okay. Habe ich jetzt völlig übersehen. Zwei Kugeln, na gut. Nur um mal sicher zu gehen, hier unten kann ich wirklich nicht. Doch, natürlich. Na, ich Idiot. Ich habe mich schon ein bisschen gewundert. Ich dachte, hier muss ich jetzt hier wirklich zurückrennen. Nein, muss ich natürlich nicht. Man muss die Tür aufschließen. Wozu hat man den Schlüssel? Genau, dann kommen wir hier wieder in die Eingangshalle. Hey, was geht? Da bist du ja. Komm her. Siehst du das? Ja. Ich wusste, sie schafft's. Du kennst sie? Ja, sie heißt Claire. Ich kam mit ihr in die Stadt. Du gelangst zu dem Hof da. Die Stufen hoch. Ostseite. In Ordnung. Danke, Lieutenant. Ja, seien wir doch mal ehrlich. Es bringt ja nichts, wenn man ihn versucht zu verarzten. Er ist gebissen worden und er wird sich früher oder später verwandeln. Das ist kein Geheimnis mehr. Gut. Mach schon mal das zweite Medaillon rein. So viel schon mal dazu. Hier schließen wir auf. Und hier oben. Beziehungsweise die Truhe. Tun wir jetzt. Ich glaube, das brauche ich jetzt gleich. Die Bretter kann man eventuell auch gleich brauchen. Das Messer tun wir weg, das brauchen wir auf jeden Fall später. Magnum-Munition weg. Können wir nochmal hier ein bisschen was zusammenmixen. Wie gesagt, wir bekommen so viel Schießpulver noch später. Das ist, bleibt sowieso was übrig immer. Da haben wir noch mehr Pistolen-Munition. Also ihr seht, an Munition mangelt es auf jeden Fall nicht, wenn wir hier nur die wichtigsten Zombies erschießen. Und wir müssen jetzt eigentlich hier oben weiter. Und dann brauchen wir, genau, dann steht hier auch wieder, die Objekte, die den Haken haben, braucht man nicht mehr, die sind... haben ausgedient.
So viel schon mal dazu. Dann gehen wir rein und haben hier etwas über den roten Stein. Bla bla bla. Und die Schlüsselkarte für die Shotgun. Die hole ich mir dann. Und jetzt haben wir diese Statue, da haben wir ja einen Film entwickelt und haben ein Foto davon gesehen. Und wir kombinieren einfach den Hand mit dem Buch hier. Und das bringen wir jetzt hier an. Dann mal gleich mal das Zepter, das überprüfen wir. Und wir haben einen roten Juwel. Damit sind wir der Magnum schon mal einen Schritt näher gekommen. Ja, die Magnum werden wir diesmal nicht so spät bekommen wie im Zero. Und deutlich früher. Die Bretter lasse ich mal liegen hier, die brauchen wir später. Ich kann jetzt hier mal... ja. Ich kann jetzt hier erstmal, lass mich nachdenken. Ich überlege jetzt, ob ich das dann gleich brauche oder... Ich glaube, ich brauche den Platz im Inventar. Wir müssen nochmal zur Truhe. Ja, auf jeden Fall. Weil sonst kann es ein bisschen eng werden. Das muss nicht sein. Einmal das weg hier und den Dings da. Das Brett nehmen wir mal noch mit. Und ich würde ein Erste-Hilfe-Spray jetzt mitnehmen, vorsichtshalber. Ja, falls wir uns verletzen sollten. Wenn nicht, dann ist auch egal. Würde eigentlich gar nicht schaden, weil dann können wir gleich mal ein bisschen was verbrauchen hier. Damit ich dann den Platz jetzt gleich wieder habe. Weil wir werden jetzt dann gleich unser ganzes Inventar brauchen. Noch mal Dingskraut. Hey! Leon? Claire! Warte! Ich bin gleich da! Okay! Claire, ich bin so froh, dich zu sehen. Wie geht's dir? Der Helikopter kam wie aus dem Nichts. Bin noch in einem Stück. Ich schätze, du hast keinen Schlüssel in einer deiner schicken Taschen. Tut mir leid, nein. Hm. Aber wie geht es dir? Weißt du, ich schlag mich durch. Ganz vertraut reden die miteinander. Gut. Ob die sich ewig kennen? Neues in Sachen Bruder? Nein, noch nicht. Claire, nicht aufgeben. Ich bin sicher, wir finden ihn. Mist. Du weißt, was das heißt. Ja. Essenszeit. Claire, du solltest gehen. Sorg dich nicht um mich, Leon. Kümmere dich um dich selbst. Claire, verschwinde hier. Jetzt! Hey, lass uns das durchstehen. Beide gehen. Die gute Claire. Marvin, ich habe hier ein Problem. Ich bin von Zombies umzingelt. Marvin, hören Sie mich? Marvin! Verdammt! Marvin macht Sendepause. Die Tür ist zum Glück zu. Hier mal Pistolenmuni.
Und ansonsten noch ein Brett hier. Und dann haben wir hier ein Schneidewerkzeug. Damit kommen wir jetzt durch diese ganzen Ketten hier durch. So, und jetzt heißt es vorsichtig sein. Weil es kann sein, dass dieser Zombie jetzt gleich wieder da steht. Den wir vorhin hier hatten. Ah, da ist er. Wir gehen hier einfach schnell durch. Ich guck mich schon schnell um. Hier haben wir eine Blendgranate. Zum Verwenden im Inventar ausrüsten. Betäubt Gegner im Wirkungsbereich sicher. Bereithalten, werfen. Kann auch zum Kontern verwendet werden, wenn man von einem Gegner gefangen wurde. Aber ihre Effektivität ist dadurch stark reduziert. Ja, egal. Haben wir noch mehr Muni. Das Fenster hier verriegeln wir. Okay, hier gehen wir rein und nehmen das Rad hier. Das Ventil. Hier haben wir ein hochwertiges Schießpulver. Daraus kann man Shotgun-Munition mixen. Auf jeden Fall mitnehmen. Und hier haben wir ein Elektroteil. Das nehmen wir auch mit. Ansonsten glaube ich, war es das hier. Ah, shit, hier liegt noch ein Farbband hier drin. Das ist natürlich. Okay, okay, komm hoch, Leon. Ist okay, ich habe extra das Ding mitgenommen. Ich habe damit gerechnet, deswegen habe ich das ja. Und ich hätte jetzt auch gerade den Flashbang benutzen können und hätte die abwehren können. Ihr habt es gesehen, aber das wollt ihr nicht. Ich wollte mir den lieber aufspannen. Wir haben Schießdings da. Okay, wo ist das Farbband? Okay, da muss ich jetzt die Bretter wegwerfen. Das hilft nichts. Alles, was man wegwirft, ist dann endgültig verloren, aber egal. So, jetzt haben wir hier leider. Okay, okay, okay. Durchrennen, durchrennen, durchrennen und das Ding hier einsetzen. Und keine Sorge, die kommen hier nicht nach draußen in die Haupthalle. Gut, ja, gut, dass ich die Heilung mitgenommen habe hier. Es hätte böse enden können. Dann tun wir mal das hier rein. Und das hier tun wir rein. Das hier tun wir rein. Den hier bin ich mir nicht sicher, ob wir den jetzt dann gleich brauchen schon. Den lassen wir mal in den Inventar. Das können wir. Das werden wir dann, glaube ich, auch gleich brauchen. Tun jetzt erstmal dann speichern. Ich gucke jetzt mal zu Elliot. Oder Marvin, wie er heißt. Er lebt noch. Ja, gut. Der hat nur gepennt. Dann können wir ja alle glücklich sein. So, dann überlege ich jetzt mal, ja, speichern. Den Rest nehmen wir soweit erstmal mit. Jetzt haben wir leider das Brett weggelegt. Das hätten wir jetzt dann gleich brauchen können. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dann noch eins bekommen, beziehungsweise wir können ja. Auch hier, ja gut, hier, nee, wir müssen jetzt hier nochmal hier vorne rein. Und jetzt kommen hier ein Haufen Zombies.
Ah, shit, Moment. Ich hab doch... Na... Ich hab doch noch ein Brett in der Truhe, oder? Nein, hab ich nicht. Okay, dann ist es... Ist es jetzt scheiße. Egal, wir werden jetzt hier einfach durchrennen. Kommen hier massig Zombies. Ansonsten verriegelt das Fenster hier. Den versuchen wir ein bisschen zu stunnen. Da vorne rennen wir durch. Einfach durchrennen und... Und euch eventuell beißen lassen. Oder natürlich besser nicht beißen lassen. Das macht mir auf. Und dann hat das Ding auch ausgedient. Das nehmen wir mit. Und jetzt könnte ich wieder eine volle Heilung gebrauchen, aber... Hier haben wir noch ein Flashbang. Hier hätten wir ein Brett jetzt. Und hier haben wir eine verschlossene Tür mit dem Herz. Da kommt nur Claire rein. Da, den Schlüssel bekommen wir nicht. In dem Bereich. Also macht euch gar nicht die Mühe erst. Und dann sind wir wieder hier. Und ich habe die Dings, die Schlüsselkarte vergessen für das Gewehr. Weil die wollen wir uns jetzt natürlich holen. Und vor allem gleich mal heilen. Okay, ich glaube aber, das Brett brauchen wir jetzt dann auch nicht, oder? Wir brauchen eine Schlüsselkarte. Und einmal eine Heilung, beziehungsweise ich benutze das Heilspray dafür. Den Rest nehmen wir vorläufig mit. Und schon geht's uns wieder gut. Halt, 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 was mache ich denn? Ich brauche noch das Gewehr noch. Immer wieder nicht bei der Sache. Na genau, ja. Das Gewehr ist vermutlich die stärkste Waffe, die Leon bekommen kann hier, neben der Magnum. Muss man einfach sagen. Claire würde an dieser Stelle nicht die Shotgun bekommen, die würde hier das Maschinengewehr bekommen. Nee, den Granatwerfer. Genau, Granatwerfer. So, lass mal sehen, W870... Gleich mal untersuchen. Ja, kurzläufige Schrotflinte. Pumpgun von Kaliber 12 mit 4 Schuss. Ist aufgrund ihrer Stahlkonstruktion zuverlässig und leicht zu handhaben. Laden wir gleich mal. In der Regel setze ich das Gewehr aber so früh noch nicht ein, aber wie gesagt, ist wirklich eine super Waffe. Muss man einfach sagen. Und dann legen wir das jetzt hier rein. Ich glaube, das nehmen wir gleich mit, das werden wir dann brauchen. Und davon dann auch einiges, okay. Obwohl, wir könnten eigentlich gleich mal einen der Flashbangs hier verstauen.
Ja, einen werden wir jetzt dann brauchen. Aber ich möchte auf keinen Fall jetzt hier beide haben. Okay, wir haben jetzt dieses Ventil. Damit können wir jetzt hier durch den Damm schreiten, indem wir das abdrehen. Und hier läuft noch die Dusche, geil. Können wir duschen. Weil es scheint so, als ob es durch Leon einfach hindurch prasselt. Der gute Leon. Irgendwie funktioniert die Spiegel überhaupt nicht. Kann mich nicht spiegeln. Ja, keine Sorge, der fällt nur runter, aber der steht ganz sicher nicht mehr auf. Haben wir noch mal ein bisschen Pulver und hier gar nichts. So, jetzt wird es gleich gefährlich. Jetzt kommen, glaube ich, gleich diese Licker. Und die sollte man nicht unbedingt versuchen zu erschießen. Die sind sehr stark, also braucht man auf jeden Fall die Shotgun. Und man kann sich vorbeischleichen. Man sollte nur Abstand halten. Okay. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Hier drin sind wir sicher. Und hier haben wir eine Batterie. Die tun wir gleich mal kombinieren mit dem Dings und dann funktioniert das auch wieder mal hier. Stars Reckon City. Ist wirklich das Stars Büro hier? Ja, doch, ist es. Das Memo hier steht auch nochmal ein Code so für so ein Safe. 22.09.1998. Interne Bürobedarfsverlegungsvermittlung. Jetzt beständiger Tresor mit 3 Zahlenschloss. Um Stars Büro. In 2F, bla bla bla, verlegt. Die Kombination lautet: da da da. Bitte Kombination sofort nach Erhalt ändern. Hausmeister. Ich glaube, in der Schublade findet man ein Bild von Rebecca. Aber das kann man noch nicht öffnen. Dazu muss man erst einen Film entwickeln. Aber wir kommen nicht wegen dem Bild hierher. Hier finden wir, glaube ich, ein Upgrade für die Magnum später. Wir nehmen noch das rote Kraut mit. Hier haben wir Shotgun-Munition. Und ja, genau, hier haben wir nochmal ein Flashbang. Hier haben wir nochmal hochwertiges Schießpulver. Und das ist Rebeccas Tasche. Dort finden wir in der Regel immer ein Erste-Hilfe-Spray. Und ich kann eigentlich gleich mal hier dieses hochwertige Schießpulver mit dem normalen mischen. Dann bekommen wir hier Shotgun-Munition. Das ist natürlich 1000-mal besser als die Pistolenmunition. Hier hinten in dem Büro finden wir die Magnum. Aber da kommen wir noch nicht rein. Aber für die Zukunft schon mal hier alles gesperrt. Konto-Authentifizierung erforderlich. Dangle in USB-Anschluss stecken. Ja, wir haben da nichts davon. Und jetzt, Leon, bist du ausgerüstet? Gehen wir wieder raus zu dem Vieh und seid möglichst leise. Versucht nicht zu rennen, ihr habt keine Chance. Sobald ihr rennt, macht ihr Lärm. Wir müssen leise sein. Kann natürlich trotzdem jetzt schief gehen, aber egal. Da braucht man einen Karo-Schlüssel. Und dann sind wir wieder hier durch. Gut, das war schon mal die halbe Miete. Aber wir können jetzt mit dieser Batterie, die wir haben, das Ding sprengen. Den Weg hier freisprengen. Und wir bringen uns ein bisschen in Sicherheit.
perfekt. Ja, jetzt kommt gleich noch so ein Licker. Den Weg hier machen wir auf jeden Fall schon mal frei. Weil ansonsten kann es sein, dass wir Probleme haben. Da habe ich keinen Bock drauf. Und das sparen wir uns. Und hier haben wir das letzte, den letzten Code. Dann gucken wir nochmal, was das war. Frau, Bogen, Schlange. Genau, Bogen, Schlange. Sieht mir ein bisschen schlecht, aber es sollte man hinkriegen. Und schon haben wir es. Und jetzt kommt gleich ein Licker, sobald wir hier rausgehen. Und der wird uns sofort angreifen. Dann nützt auch das Schleichen nichts mehr. Deswegen nehmen wir jetzt hier eine Blendgranate. Wir halten die bereit und sobald wir hier rausgehen, werfen wir den sofort. Und dann können wir ganz normal hier rausschleichen. Und nehmen keinen Schaden. Ganz einfach. Ja, es kann so einfach gehen, wenn man die richtige Taktik kennt. Dann machen wir uns mal den Geheimgang hier frei. Und gucken, wo wir hinkommen. Und jetzt wird gleich der erste Bossgegner kommen. Und die Bossgegner in Resident Evil 2 haben es auf jeden Fall in sich. Also es wird nicht mehr so einfach wie bei Zero, dass man die so einfach fertig machen kann. Die halten einiges aus hier. So, der Weg ist frei. Kommst du mit? Nö? Okay. Geht es nach unten? Das ist er. Unser Weg raus. Lieutenant Brenner! Marvin! Zeit zu gehen. Hey, Marvin! Wir müssen sie ins Krankenhaus bringen, sofort! Nein, nein. Ich rette dich selbst. Kommen Sie, ich hab... Sturer Bock. Hören Sie, wir können es immer noch beide rausschaffen. Wenn Sie mir nur... Es ist zu spät. Hab's versucht, Leon. Aber ich konnte es nicht stoppen. Leon ist einfach zu gutmütig. Er versteht nicht, dass es keinen Sinn mehr hat. Jetzt liegt's an dir. Jetzt geh! Verstanden. Der arme Typ hier. Hi, Reukankun, was geht? Was geht? Ich werde tun, was ich kann, Marvin. Mitten in der Zombiehöhle. Okay, wir kommen jetzt auch nicht mehr zurück hier. Also, aber das ist kein Problem. Wir kommen später wieder zurück. So, hier haben wir noch mehr Shotgun-Muni. Und mal wieder ein Farbband. Ein Stück. Und bevor ich jetzt hier speichere, werde ich jetzt kurz nochmal runtergehen, weil da liegt noch was, was ich aufnehmen möchte. Und falls ich jetzt dann verkacken sollte, dann muss ich das nicht nochmal machen. Ja, wie geht's mir? Also Leon geht's noch ganz gut. Marvin hingegen nicht mehr. Ich schnetzle mich hier durch die Zombies und habe jede Menge Spaß. Er legt eine Granate. Ja. Tötet Gegner im Wirkungsbereich garantiert. Die Granate ist sehr stark. Die kann man vor allem für Bossgegner sehr gut einsetzen.
würde ich eigentlich nicht so verschwenden, es sei denn, man hat wirklich mehrere davon. Oder natürlich als Verteidigungsobjekt einsetzen. Das freut dich, ja? Ja, das kann ich mir vorstellen, dass dich das mal wieder freut hier. Also schön, was brauche ich denn? Wir legen die Blendgranate, legen wir auf jeden Fall ab. Das brauchen wir auch nicht, das hilft uns ja nichts. Und wir werden jetzt diesen Bossgegner werden wir jetzt mit Messer machen. Dafür haben wir uns die aufgespart. Man kann den wirklich hier mit Messern ganz gut machen und sich jede Menge Munition sparen. Auf jeden Fall. Ansonsten würde ich noch ein oder ja, noch eine zweite Heilung mitnehmen. Im Fall der Fälle. Ich nehme noch die grünen Kräuter mit. Das sollte reichen. Die Granate nehmen wir auch mit. Und ansonsten Pistole und so. Und ja. Dann sollten wir den ganz gut hinbekommen. Hoffentlich. Genau, wer braucht schon Heilung hier? Okay, ich nehme schon mal das Messer in die Hand. Klingt ein bisschen unheimlich hier oben. Ja, ich kann dir auch nicht helfen. Ich schätze mal, hier gibt es definitiv kein Durchkommen mehr. Also schön, Fury. Zumindest. Und da ist er ja schon hier. Ja, das ist so eine Art Tyrant, aber er ist ein bisschen schwächer. Also keine Sorge. Leon, steh bitte schnell auf. Wir gehen gleich mal ran und versuchen den zu schnetzeln, solange er noch ein bisschen noch durchdreht hier. Keine andere Wahl. Ich muss ihn ausschalten. Komm, komm, komm. Und ausweichen. Okay, okay. Nein, ich werde kein Messer verschwenden. Noch nicht. Okay, ich nehme jetzt hier diese Heilung hier. Dann müsste ich hier einen Booster haben. Bin mir nicht sicher, stand zumindest auf YouTube so. Und dann werden wir uns hier ein bisschen umgucken. Dann finden wir hier noch ein Kraut, aber es müsste noch irgendwo eine Granate liegen. Hier hinten vielleicht. Wo ist der? Ja, hier haben wir noch eine Granate, Munition, alles Mögliche. Okay, jetzt habe ich leider 60 Stats mehr, kann ich nicht auf einen Stat haben hier. Na. Steht da, einige Objekte können mit anderen Objekten kombiniert werden, um meinen Platz im Inventar frei zu machen oder auch um. Ja, das weiß ich schon lange. Okay. Ich werde den jetzt eine Granate um die Ohren schlagen. Oh, nein, 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 nein! Komm, komm, komm. Das muss jetzt wirklich nicht sein. Oh, what the fuck? Okay. Okay, ich benutze mal einmal das Kraut hier. Ich bin noch nicht mal ganz gesund. Und dann haue ich dem die Granate um die Ohren. Und ich wechsle sofort zum Messer.
Und dann messen wir den. Wir müssen eigentlich bloß ein bisschen immer um ihn rumtanzen. Und man kann die Energie ablesen an seinem Auge. Je röter das wird, desto mehr verletzt ist er. So, komm mal ein bisschen hierher, damit ich Platz hab. Ah, nicht. Der Mistkerl ist ziemlich schlau. Okay, okay, okay. Granate Nummer 2 hat gesessen und wir messen den weiter. Und das war's? Okay, der war doch einfacher, als ich dachte. Nice. Ja, scheint so. Hätte man den Typen jetzt ein Messer reingerammt, dann hätte man das aber auch wieder bekommen. Also so ist es jetzt nicht. Das Messer jetzt ist jetzt hier fast kaputt, aber man kann es immer noch als Verteidigungsobjekt nutzen. Also von dem her sollte man das, auch wenn es kaputt ist, schon fast nicht wegschmeißen. Aber ich würde den Typ nicht mit der Pistole machen. Wie gesagt, ihr verschwendet eure Munition, der hält ewig aus. Und ihr habt ja gesehen, mit dem Messer und den zwei Granaten ist das so viel einfacher. Die Granaten machen einfach einen absoluten Endschaden. Von dem her ging das ganz gut. Das war absolut nice. Ich könnte mich vielleicht eventuell vorsichtshalber nochmal heilen. Damit ich auch wirklich gesund bin. So, okay, haben wir hier. Ist was zu essen? Ah, ne, es sind bloß Zigaretten. Ich dachte schon. Hey, ist was zu essen? Ne, ne, ne. Die schmecken nicht. So, dann legen wir mal den Schalter hier um. Und gehen hier drüber. Hast du einen Discord-Server? Ja, ich habe tatsächlich einen Discord-Server, der ist noch ganz neu. Dann müsstest du auf der Infotafel auf meinen Discord-Server, wenn du draufklickst, rankommen. Ich bin allerdings nicht allzu oft auf Discord aktuell on, eben weil es erst noch neu ist und ich noch keinen Follower da habe oder so. Also, beziehungsweise jemand in der Gruppe. Hier haben wir schon wieder ein Farbband. Und eine Truhe, perfekt. Ich glaube, Heilung werden wir jetzt nicht brauchen. Die Messe tun wir auch wieder verstauen. Und das tun wir weg. Und das tun wir weg. Und wir brauchen eigentlich nur... Ich habe eigentlich zu viel Dingsmunition hier, aber... Ja. Ich nehme das jetzt mal... Ja, wir nehmen es nur einmal mit. Wir werden jetzt dann vielleicht einiges verschießen. Ich habe gesagt, am Monitor mangelt es nicht. Absolut nicht. Der Link geht nicht, deswegen frage ich. Okay. Das kann eigentlich gar nicht sein. Ich habe den Link überprüft, der müsste eigentlich gehen. Bist du sicher? Weil wenn nicht, kann ich dir auch privat auf dem Dings eine Einladung mal schicken oder so.
Okay, ja gut, dann werde ich dir später noch eine Einladung schicken. Das ist kein Problem. Sobald ich hier fertig bin. Also, ich glaube, jetzt kommt gleich wieder eine kleine Zwischensequenz. Ja, da kommen wir nicht durch. Mist. Nicht ohne Karte. Ah, es wäre ein Resident Evil ohne Zombiehunde. Das glaube ich einfach nicht. Runter von mir! Hey! Wer ist da? Aufgepasst! Weg damit. FBI. Entschuldigung. Danke. Für die Hilfe. Überrascht mich, dass Sie noch leben. FBI, was? Was geht hier vor sich? Bedauere. Die Information ist streng geheim. Wo gehen Sie hin? Tun Sie sich einen Gefallen. Stellen Sie keine Fragen und verschwinden Sie von hier. Ah, und da haben wir Ada getroffen. Ich habe noch nicht ausgeredet. Die wurde ja in Resident Evil 1 einmal erwähnt, in Johns Briefen. Und sie, ja, sie ist schon wieder weg. Egal, egal. Die lassen wir jetzt einfach mal ziehen. Sie hat uns geholfen. Wunderbar. Sie kann ja nicht schlecht sein. Ich möchte jetzt gleich mal das nächste Upgrade für die Pistole haben. Und dazu müssten wir meiner Meinung nach hier rein. Hier hinten. Glaube ich zumindest. Entsorgungsnotiz. Zu entsorgen das Objekt. Schlüssel für Einsatzwagen 7439. Details. Verbogener, unbrauchbarer Schlüssel, mit dem man aber noch per Tastendruck Türen und Kofferraum des Wagens öffnen kann. Okidoki. Nehme ich doch gerne. Genau, der Schlüssel. Und ansonsten wieder hier Nachricht von Mr. Ricken. Das ist nichts, was wir brauchen. Hier brauchen wir den Karo-Schlüssel. Und hier... Ja, ich glaube, die Zombies, die wachen auf, wenn wir hier durch diese Tür reiten, beziehungsweise wenn wir den Schlüssel finden. Aber hier haben wir noch Shotgun-Muni. Ansonsten hier nichts mehr. Da muss man nicht unbedingt rein, aber ich werde auf jeden Fall reingehen. Also schön, dann machen wir doch mal mit dem Schlüssel hier den Wagen hier auf. Und bekommen das letzte Upgrade für die Pistole. Gewehrschaft. Spezialzubehör für die Mathilda, mit dem die Waffe Dreiersalven verschießt. Die kombinieren wir gleich mal. Und ja, leider braucht die Waffe jetzt zwei Plätze. Das wird bei einigen Waffen noch so sein, wenn man die upgradet, dass die dann mehr Platz verbrauchen. Aber gut, es ist nicht zu verhindern. Dann gucken wir mal Richtung, wo Ada verschwunden ist. Die müsste doch... War das jetzt hier? Nein, natürlich nicht.
Hier hinten. Hallöchen. Na, sieh mal an. Warte der Polizeistation. Tiefgarage. Sehr schön. Noch mehr Munition. Also wie gesagt, wir haben so viel hier. So, und der Typ hier, der muss weg, weil der wird dann später sonst das Leben zur Hölle machen. Ja, ich kann auch Dreier salven, damit schießen wir jetzt. Wenn ich will. Nur wenn ich will. Ja, die Zombies lassen wir mal hier drin. Hier ist sowieso nichts zu holen. Hallo? Hey. Ich glaub's ja nicht. Ein echter Mensch. Hallo, Mensch. Sind Sie hier schon lang? Lang genug. Sind nur noch wir am Leben? Nein, nein, gibt noch mehr von uns. Oh, gut zu hören, schätze ich. Ja. Es sei denn, Irons schickt sie. Irons? Sie meinen Chief Irons? Ist er noch hier? Wen kümmert's? Hoffentlich hat jemand ihn schon verspeist. Was meinen Sie damit? Dieser Mistkerl hat mich ja eingesperrt. Bin sicher, er hatte einen Grund. Hatte er. Ich stand knapp davor, ihn auffliegen zu lassen. Ich hätte dasselbe getan, schätze ich. Hey, wie wär's mit einem Deal? Befreien Sie mich und ich gebe Ihnen die. Gibt keinen anderen Weg aus der Tiefgarage, glauben Sie mir. Sorry, das geht nicht. Nicht ohne den Chief zu fragen. Hören Sie, wir beide müssen hier irgendwie raus. Entweder arbeiten wir zusammen und helfen uns, oder... Scheiße, es kommt. Was? Was kommt? Komm, komm, sag kein Arschloch, okay? Du brauchst die! Lass mich verflucht nochmal hier raus! Oh mein Gott. Wer ist da? Ich bin's nur. Stecken Sie bitte das Ding weg. Ich weiß gar nicht, was passiert ist. Das ging alles so schnell. Ich sagte doch, Sie sollen abhauen. Sie wollen doch nicht enden wie Ben, oder? Sie kannten ihn? Er war ein Informant. Hatte Informationen für meine Untersuchung. Also hat er die Wahrheit gesagt. Hey, Sie können mir nicht immer weglaufen. Ich weiß nicht mal Ihren Namen. Ich bin Leon Kennedy. Finde einen Weg raus. Leon, bevor es zu spät ist. Dann reden wir. Ich bin Ada. Ach, die gute Ada immer. Wenn man sie nur nicht so lieben würde. Ja, hätte der Typ mir die Karte gegeben, jetzt... Sie war zum Greifen. Na, jetzt müssen wir versuchen, hier reinzukommen. Das gerade eben war der Tyrant in Resident Evil 2 und der ist ganz schön stark. Sehr stark und vor allem ziemlich intelligent. Was in aller Welt? Naja, Leon wird das auch noch kennenlernen. So, hier ist ein kleines Rätsel, aber da brauchen wir ein paar Sachen, damit wir das öffnen können. Wir nehmen hier vor allem das hier mit jetzt. Notiz, Gefängnis, Schaltschrank. Der Schaltschrank ist defekt. Könnte sich die zuständige Person schleunigst darum kümmern? Dürfte zwar allen bekannt sein, aber da der Schaltschrank höllisch alt ist, brauchen wir Schaltschrankteile, die nicht mehr hergestellt werden. Im Transformationsraum müssten noch ein paar herumliegen. Nachtrag. Mir wurde gesagt, dass im Transformationsraum nur noch eins dieser Schaltschrankteile ist. Der Typ, der die Glocke des Uhrenturms reparieren soll, müsste noch eins haben. Also nimmt es ihm. Ich meine, bittet ihn höflich drum. Also jetzt wissen wir, was zu tun ist. Wir brauchen zwei Teile hier, um das Ding zu öffnen. Okay. Die anderen sind da drin gut eingesperrt. Das passt ganz gut.